Das neurogene Zittern ist eine natürliche und instinktive Antwort auf Stress. Wir haben es immer dabei und es ist ganz leicht zu lernen. Und dann bringst du die Fußsohlen zusammen. Knie fallen seitlich auseinander. Und dann hebst du dein Becken. Zwar erstmal so relativ hoch, Beckenknochen Richtung Decke. Es ist tatsächlich eine Antwort auf eine Überspannung in unserem Körper, die wir den ganzen Tag unterdrücken. Es geht schon ganz leicht los. Du wartest vielleicht eine Minute. Das heißt, der Körper möchte zittern, aber wir halten das irgendwie unterbewusst fest. Bring langsam die Knie zusammen, so 5 cm zueinander hin. Und dann wirst du spüren, dass das ein bisschen intensiver wird, das Zittern. Und das ist genau, was du willst. Erlaub das. Tiere machen das. Tiere zittern. Kinder zittern, auch kleine Kinder zittern, wenn sie Angst haben, wenn sie Druck empfinden, wenn sie sich besonders freuen. Wenn sie sich ekeln, Erwachsene machen es nicht mehr. Wir haben irgendwie gelernt, dass das Zittern ein Zeichen von Angst ist und unterdrücken es. Das Zittern wird intensiver und das ist genau, was du willst. Du erlaubst das. Und wenn du es richtig gut spüren kannst, dann setz dein Becken ab. Vorsichtig absetzen, langsam und das Zittern weiter zulassen. Dabei ist Zittern eigentlich auch ein Zeichen für Entspannung und wir können es jederzeit einschalten. Wenn das aber ausbleibt, bekommt der Körper, unser Körper-Geist-System nicht das Signal, dass die Spannung, die Stresssituation vorbei ist und er kommt nicht zur Ruhe. Wir bleiben in so einer Stressschleife gefangen. Tatsächlich revolutionär ist, dass wir dieses neurogene Zittern jederzeit an- und ausschalten können, so oft wir wollen. Nach einem angestrengten Tag, nach einer intensiven Sporteinheit können wir jederzeit vor dem Schlafen gehen vielleicht das Zittern anwenden. 5 bis 10 Minuten, das verschafft uns eine unglaubliche Entspannung und hilft uns abzuschalten, zur Ruhe zu kommen. Wir werden besser schlafen, uns viel wohler und geschmeidiger in unserem Körper fühlen. Also wir gehen wirklich befreiter durchs Leben. Und streck die Beine aus.